Herzlich willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 558 am Dienstag, den 11. Juni 2024. Es ist 22 Uhr und wir haben 8 Grad Außentemperatur in Alfort. Ja, ich bin nochmal hier geblieben und habe den Tag intensiv für Arbeit genutzt. Habe hier relativ viel an einem Website-Projekt gemacht, was jetzt demnächst online geht. Da fehlt jetzt noch eine Seite mit Kundenstimmen. Die muss ich morgen jetzt noch fertigstellen. Aber ansonsten ist das soweit bereit, dass dann ein letzter Gegencheck von der Kundin vorgenommen werden kann. Und ich in der Zeit dann noch die mobilen Anpassungen einstelle, weil ja, das muss ich immer am Ende dann machen, wenn alles steht, damit dann die Überschriften und so weiter, dass das auch alles auf allen Seiten gut aussieht. Das ist immer noch mal ein bisschen Arbeit, aber ja, das mache ich dann parallel quasi dazu, wenn sie den Gegencheck macht und das ja auch noch mal von jemandem Dritten auf Rechtschreibung prüfen lässt. Dann geht das in einem Zeitraum quasi, kann man das dann abschließen. Ja, ansonsten war ich heute wirklich mit nichts anderem beschäftigt letztendlich. Ich habe noch ein nettes Telefonat mit meiner lieben Mama geführt. Die waren ein paar Tage im Urlaub. Da haben wir uns jetzt wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und ja, heute Abend ist wieder das Gleiche hier auf dem Hof los. Die Dorfjugend ist hier am Autorally fahren. Also es ist tatsächlich so, dass die auch immer wieder die Parkplätze wechseln. Fahren sie von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, also die gleichen Menschen, die gleichen Autos. Und sprechen dann wieder eine Weile durch die Fenster und dann fahren sie wieder. Und manche fahren auch weg und kommen später wieder. Also die haben fast alle rote Autos hier. Das ist der Club der roten Autos, habe ich das Gefühl. Naja, es ist aber auszuhalten. Es ist halt ein bisschen Fahrgeräusche, aber sie machen nichts Wildes. Vorhin hat einer mal die Reifen quietschen lassen kurz, aber ja, stört mich nicht weiter. Ich denke mal, in einer Stunde ist hier bestimmt auch Ruhe. Ach, jetzt kommt sogar noch ein Schwarzer dazu, um das Feld mal aufzumischen hier. Sehr lustig irgendwie zuzugucken, was die so alles treiben. Naja. Ich mache für heute jetzt Feierabend, habe gerade das Nudelwasser angestellt, werde jetzt noch spät ein paar Nudeln essen, schnelles Essen mit Pesto und dann geht's morgen weiter. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.